Elton. So, nach diesem therapeutischen Maturierprozess. Und zweitens haben wir gesagt, es ging über Kinder mit besonderen Bedürfnissen, ADS-Kinder oder autistische Kinder. Haben gesagt, wir haben uns Kind zurückgekriegt. Ist das nicht schön? Weil, was sie sagte, mit normalen Kindern hat man schon so viel Druck. Wenn man ein Kind kriegt, ein Kind mit Autismus, dann kriegt man total die Profis über sich hin und dann ist man selber auch noch Profi zu Hause. Und dann sage ich immer zu Kindern mit Behinderung, zu den Eltern, dann verliert man etwas, was am wichtigsten ist. Am wichtigsten ist eigentlich seine Eltern. Eltern sollten gar Therapeuten werden. Und all die Druck, die sie so schön beschrieben haben, das ist echt so. Die Druck, dass niemals mehr die eigene Initiative hochkommen können, dass man darauf reagiert. So, wenn wir Elternkurse tun, ist das nicht so sehr, dass die Leute so sagen, aber die wieder so verbinden mit der natürlichen Kraft von Eltern. Es geht nicht so wie in die Bücher, oder? Wie bin ich eigentlich zu dieser Methode gekommen? Martineo, das meint aus eigener Kraft. Und das ist ernst gemeint. Leute sagen immer, Maria, du begleitest so viele Projekte in so vielen Ländern und du bist niemals an die Telefon. Nee, ich gebe das nummer nicht. Aus eigener Kraft ist ernst gemeint. Wenn die in Dublin Probleme haben mit Projekten, will ich das nicht wissen, wenn ich in Landbergen bin. Dann bin ich in Landbergen. En ik höre das gerne bei nächster Supervision und guck, wie die das gelöst haben und denke dann auch über, was wissen die noch nicht, dass die selber ihre Probleme lösen können. So in allen Projekten ist es sehr wichtig für mich, um zu denken, nicht die Probleme kompensieren, aber Entwicklung aktivieren. Das geht nicht allein in Familie, nicht allein mit Kindern, aber das geht auch mit Projekten, mit Ländern, aus eigener Kraft. Und alle Länder haben andere Kräfte und daar soll man weiter mitgehen. So, wie bin ich zu dieser Methode gekommen? Erstens war ich ein bisschen besonderes Kind, sagte meine Mama. Und wie kon das wissen, weil wir waren katholisch in Süden von Holland. So, wir hatten 14 Kinder, hatten Papa en Mama. Hè? Dan werden wir viel, hè? 14 Kinder. Und ich war ein bisschen besonderes Kind, weil ich immer ganz viel gesehen habe. Aber meine Mama hatte genug andere Kinder, um zu denken, naja, die sind ein bisschen mehr normal. Mama sagte auch, nach die ersten drei Kinder hat sie ihre Traume, wie Kinder sein sollten, aufgegeben und das war viel einfacher. So, ich bin Nummer 8, so ich hatte die Gelegenheit, selber zu entwickeln, um zu sein, wie ich sag. Mama dachte, sie sieht allerlei Dingen, die niemand sieht. Und sie gibt auch Kommentare dabei, die noch nicht passend waren. Ich bin in 1950 geboren. So in 1954 war ich 4 Jahre. Kam meine kleine Freundin, sagte, ich hatte Bauchschmerzen. Dann habe ich gesagt, da musst du an schöne Dinge denken. Mama dachte, was ist das nun? Man muss eine Aspirine geben oder so, mit Bauchschmerzen. So, ich hatte Dinge gedacht, die meine Mama dachte, ein bisschen besonder. Aber seit ich, kann es nicht schon denken, in zijn video-unterstützende methode, wie viel Glück ich habe, dass ich so gut gucken kann. Das hat meine Mama auch entdeckt, wenn sie 1990 mit mir mitgegangen ist nach Norwegen, habe ich das Projekt begleitet in Trondheim, habe ich das Projekt begleitet, Enhance the Competence of Parents. Mach Eltern stärker. Da habe ich die begleitet in alle Ebenen, Gesundheitsdienst, Kitas, Schule, Therapeuten, Eltern, allen zusammen gleiche Kurse. Das ist auch schon was. Sprechen die die gleiche Sprache über Erziehung. Und dann hat meine Mama gesehen, nach 3 Jahren haben die mich bedankt, danke gesagt, mit kleinen Beispielen, was die von mich gelernt haben. Mama war bei mir dann und hat Mama gesehen, wie viele Leute gelernt haben, um Augen zu entwickeln, einen Blick zu entwickeln für Möglichkeiten. Dass man mehr die Möglichkeiten sieht als die Schwierigkeiten. Gerhard Hüther, kennen Sie Gerhard Hüther? Die Gehirnwissenschaftler sagt, Maria, das ist doch klug, dass du Leute trainierst, um Möglichkeiten zu sehen, weil Schwierigkeiten sehen ist sehr einfach, die sind groß genug. Aber die Möglichkeiten sind viel kleiner. Muss man viel trainierte Augen haben, um zu sehen, ja, alles ist sehr kompliziert, aber hier, in diesem Moment, ist die Möglichkeit.
Zo, wenn Mama das gesehen hat, was all die Leute von all die Berufsgruppen von mir gelernt haben, sagte sie zurück im Auto, im Taxi zum Hotel, hatte sie mir gesagt, Maria, das war klug von dich. Wenn du da nicht mit aufhören könntest, mit das Gucken, weil das haben die versucht natürlich, wenn du das da dein Beruf von zu machen. Na, dachte Mama, was ist denn? Mama ist eine kluge Frau, die dachte, warum sollte ich damit aufhören, wenn ich jung war? Weil ich mit zu andere Familie gegangen bin und echt angefangen bin zu staren. So echt so, Mama sagt, Maria, das darf man nicht, das kann echt nicht, das musst du dich ablehnen nicht mehr tun. Ich habe es echt versucht, aber ich kann es nicht.